herzlich willkommen zu meinem kleinen Bericht über den neuen Loader 81. Wie versprochen, ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen. Wir sind sehr froh, dass es den Reifen jetzt gibt. Der kommt in der Dimension 305/60R18 und ist der einzige Reifen wohl in dieser Dimension, der über das Schneeflockensymbol verfügt und ein EU-Reifenlabel hat. Wir haben bei unserem Ranger, der hier so verbreitert ist, vorher 285/60R18 Yokohama Reifen drauf gehabt und sind jetzt eben auf die größeren hier umgestiegen und sind sehr froh, das sieht nämlich wesentlich besser aus. Der Loader 81 kommt mit einem Load-Index von 108. Das bedeutet, dass unser Ranger hier, der ist Baujahr 2016, der 3,2 Liter, uneingeschränkt beladen werden kann und auch die Stützlast für einen Anhänger bleibt unberührt. Man hat sogar noch in der Hinsicht Luft nach oben. Das Load-Index reicht völlig aus. Die Geschwindigkeit ist mit S angegeben, das bedeutet maximal 180. Das ist für dieses Fahrzeug hier ja, gerade so ausreichend. Ich weiß nicht, wie es aussieht beim neuen Mercedes X mit dem Sechszylindermotor, ob das da nicht knapp werden kann. Für uns ist es aber hier absolut ausreichend. Das Profil des 81 kommt als klassisches AT-Profil daher. Es ist jetzt kein Profil, das sich auf den ersten Blick von anderen AT-Reifen eindeutig abhebt, wie zum Beispiel ist der BF Goodrich AT, meine ich, immer ganz gut macht. Da gibt es, glaube ich, bloß eine Kopie von Insa Turbo, die das ein bisschen nachahmen. Hier ist es also kein absolut eigenständiges Design auf den ersten Blick, im Detail wohl dann schon. Um das zu demonstrieren, habe ich hier mitgebracht noch einen Reifen aus meiner Suzuki-Zeit. Das ist ein Wrangler, Goodyear Wrangler AT und man sieht hier, dass das Profil natürlich im Detail anders ist, aber sich jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie wesentlich unterscheidet. Im Detail sieht man dann schon, dass hier diese feinen Rillen sind. Ich glaube, das ist für den Winter ganz interessant, weil ich das bei Winterreifen schon öfter gesehen habe. Und ansonsten ist es natürlich so, dass man dass es schon erstaunlich ist, wie man es schafft, ein klassisches AT-Profil so zu trimmen, dass man die Anforderungen an einen Winterreifen mit EU-Reifenlabel erfüllen kann. Ist also ganz gut gelungen, meine ich. Das Seitenwanddesign ist geprägt durch das Profil, was hier so seitlich runtergezogen wird. Das schaut echt gut aus und macht richtig was her. Das ist auch das, was den meisten Leuten als allererstes aufgefallen ist, als ich denen den Reifen gezeigt habe im Übrigen. Das übrige Seitenwanddesign ist so, dass es relativ leer ist. Es steht hier die Bezeichnung 81 drauf. Gegenüber ist der Hersteller Loader, die Marke Loader drauf. Und hier steht die Reifengröße, die 305/60R18. Ich würde mir wünschen, dass die Hersteller bzw. die Marke Loader das 81 und vor allem die imposante Größenbezeichnung 305/60R18 irgendwie mehr hervorgehoben wird. Wenn man ein paar Meter weg steht vom Auto, kann man das fast gar nicht mehr lesen. Und ich glaube, dass jeder, der den Reifen auf dem Auto hat, schon ziemlich stolz ist, dass er so einen Loader-Reifen hat und sich da eigentlich gar nicht verstecken möchte. Also ich würde mir wünschen, dass man das irgendwie mehr hervorheben kann, wie auch immer. Dass der Reifen ziemlich clean gestaltet ist, also dass alles ziemlich leer ist, ist, glaube ich, Geschmackssache. Es gibt bestimmt viele, denen das sehr, sehr gut gefällt. Mir würde es besser gefallen, wenn ein bisschen mehr irgendwie drauf wäre. Das ist mein Geschmack. Ich habe das mal gesehen beim Reifenhersteller Nitto. Ich meine, der gehört zu Toyo und ist in Deutschland aber gar nicht im Angebot. Die haben das beim Grappler, Nitto Grappler, ganz gut gemacht. Die liefern den Reifen aus mit zwei unterschiedlichen Seitenwanddesigns und der Kunde kann dann entscheiden durch die Richtung, auf der
in der er den Reifen auf die Felge montieren lässt, welches Design er wählen möchte. Ob das mit europäischen Verordnungen kompatibel ist, weiß ich nicht, aber das finde ich eine ganz gute Idee, das Problem Geschmackssache zu lösen. Zum Fahren auf befestigter Straße kann ich nichts sonderlich Auffälliges berichten. Ich meine, dass der Reifen für einen 305er AT-Reifen auf dem Pickup für Straßenfahrten völlig geeignet ist. Natürlich jetzt kein Supersportreifen, aber auch auf nasser Straße gibt es da nichts Auffälliges. Er ist lauter als der vorher montierte Yokohama AT, der war 285 60er 18. Das ist auf dem Reifenlabel, das ist glaube ich so ein Unterschied zwischen den beiden Reifen von 4 dB oder was. Das hört man aber richtig. Man gewöhnt sich aber relativ schnell dran und das ist überhaupt nicht störend. Das Einzige, was ein bisschen störend sein könnte oder störend auffällt, sind so Vibrationen, die entstehen bei ungefähr 50 km/h und dann nochmal bei 100. Ich weiß aber nicht, was die Ursache dafür ist, ob das nicht korrekte Auswuchtung der Räder ist oder ob vielleicht der Reifen so steif gestaltet sein muss, um ein akzeptables Fahrverhalten zu machen. Also auf jeden Fall hoppert er ein bisschen mehr als der Yokohama-Reifen. Vom Spritverbrauch, Fuel Economy kann ich auch keine großen Ausreißer berichten. Das ist alles, gibt es keinen großen Unterschied zu den vorher montierten Yokohama-Rädern. Also für Straßenfahrten, für einen AT-Reifen meiner Meinung nach völlig gelungen. So, das war mein kurzer Bericht über den Loader AT1. Fazit kann ich an der Stelle jetzt nicht geben. Es ist ja ein AT-Reifen mit Schneeflockensymbol und wir sind ja bis jetzt nur auf der Straße gefahren. Es fehlt also der große Bereich Gelände und Fahren in winterlichen Verhältnissen. Es ist ganz klar, dass es sich auf der Straße nicht verhalten kann wie ein reiner Straßenreifen. Was wir bis jetzt aber so gesehen haben, ist, dass er auch den Bereich, ganz gut meistert. Ich hoffe, der Bericht war ein bisschen hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.